Hör! Du musst mir die Dirne schaffen! Ich denke, Bruder, ich mach das auf! Sie kam von ihrem Pfaffen, der sprach sie aller Sünden frei. Ich flieg mit hart am Stuhl vorbei. Es ist ein gar unschuldig Ding, das gebe ich für nicht zur Beichte ging. Beim Himmel, dieses Kind ist schön. Ich kenne manchen schönen Platz und manch alt vergrabenen Schatz. Klatsch, klatsch! Welch himmlisch Bild zeigt sich in diesem Zauberspiegel. Wenn ich es wage, nahe zu gehen, kann ich sie nur als wie im Nebel sehen. Kann's nicht schaffen, fällt so rein. Also ich fand das Stück eigentlich sehr faszinierend, vor allem weil Faust ja eigentlich so ein sprachlich schwieriges Buch oder Werk ist. Und es wurde da sehr einfach dargestellt oder verständlich rübergebracht, dass auch Leute, die das jetzt noch nicht gelesen haben oder es schwierig fanden, trotzdem verstanden haben. Das, ich finde, das war das, was mir am besten gefallen hat daran. Hey, lass mich los! Ich fand es beeindruckend, dass ein Mann ganz alleine das ganze Stück dargestellt hat und dann auch noch so gut. Und ich komme mir so vor, als hätte er sich auch die ganze Zeit ducken müssen, dass man ihn nicht durch die Bühne sieht. Das fand ich schon beeindruckend aus. Ich fand, das war richtig toll. Man hat einen guten Einblick auch in die Lektüre bekommen. Und der Mann hat es auch sehr überzeugend und mit Leidenschaft gespielt. Ich armer Tor! Herauf, herab und quer und krumm, sie Schüler an der Nase herum. Mutter, 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 Mutter! Ich habe Faust als Schüler kennengelernt. Ich habe Faust als Germanistikstudent lesen dürfen. Und Faust hat mich nie mehr losgelassen. Für mich war es wesentlich, auf der Puppenbühne, auf diesem kleinen Theater, das ganze Universum von dem Weltenthema darzustellen, ein Mann zwischen Himmel und Hölle. Also ein unglaublicher dramaturgischer Effekt. Ich fand es auch bewundernswert, wie er immer so schnell die Puppen wechseln konnte, weil ich habe jetzt auch gerade eine aufgehabt und ich habe auch lang gebraucht, bis ich die richtig hingesetzt habe. Es ist ja aufregend, dass ihr hier Backstage seid. Ja, kommt ruhig näher. Ha, ich fresse nicht. Auf jeden Fall besser als normales Theater, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist so etwas, was man eben in einem kleineren Raum gestalten kann, was wirklich für jeden anschaulich ist. Ja, also es hat Spaß gemacht, das so in dieser Form mal zu erleben. Ich würde es weiterempfehlen, weil meine Freunde jetzt nicht so Bücherfanatiker sind, vor allem nicht Faust- und Goethe-Fanatiker. Gerade für die Leute, die die Lektüre in der Schule lesen, ist es, glaube ich, wirklich gut, das mal noch mit Puppe zu sehen, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Einblick gibt.